Gucci, Gucci, Guna, los, komm direkt mit. Wow, wie süß er ist. Warte mal, was geht ab, Schildkröten-Gang? Seht ihr das? Ich habe mir einfach einen total süßen Hund gekauft. Und wisst ihr, wie ich ihn genannt habe? Ich habe ihn einfach Kleckebrot genannt, weil ich Kleckebrot so gerne esse. Und wow, Freunde, schaut euch das mal an, wie süß der einfach ist. Okay, komm direkt mit. Bap, bap, bap. Oh Mann, Leute, na los, mein kleiner süßer Hund. Ich zeig jetzt dein neues Zuhause. Freunde, seid mal ehrlich, schreibt mal gerne in die Kommentare rein. Mögt ihr eigentlich auch Hunde oder habt ihr auch Haustiere? Sowas wie Katzenhunde oder Schildkröten sogar? Mit ja, dann schreibt auch mal in die Kommentare rein. Okay, komm direkt mit. Oh Mann, der ist sowas von süß, Freunde. Ich habe ihn direkt aus dem Tierheim geholt. Hier ist dein neues Zuhause. Hier ist dein Balkon, wo du dich manchmal dann hinlegen kannst zum Schlafen. Und hier ist die Terrasse, wo es nach oben geht. Bam, bam, bam. Schau dir das an. Das ist unser Haus. Warte mal. Luke, was machst du denn bitte hier im Badeanzug? Oxy, ich war gerade baden und dann habe ich das gesehen. Warte mal, was denn? Schau mal, ich habe mir richtig einen Hund gekauft. Oh, der ist wirklich süß. Kneckebrot, dein Ernst? Ja, ich habe ihn Kneckebrot genannt, weil ich so gern Kneckebrot esse, das weißt du doch. Naja, wie auch immer, komm mal mit rein, dein Haus wurde komplett verwüstet. Okay, komm direkt mit, mein kleiner Hundi. Verwüstet? Was redest du bitte? Luke, mach schon Platz. Na los, komm rein, mein kleiner Hundi, hier ist doch überhaupt nichts. Und zack, hier kannst du frei rumlaufen. Und bam, ey, perfekt. Warte mal, was meinst du bitte, Luke? Ja, genau das meine ich. Oh nein, ich glaub's nicht. Leute, 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 wieso sind hier ganz viele Bilder von mir? Die habe ich hier gar nicht hingehangen und von meinen Augen. Ich habe gehört, Oxina war das. Die hat einfach heimlich Bilder von dir gemacht. Oxina war das? Ein Moment, Luke, siehst du das? Hier sind ganz viele Messer irgendwie. Oh ja, es ist wirklich gruselig. Du musst auf jeden Fall aufpassen. Oh Mann, was hat das bitte zu bedeuten? Möchte mich vielleicht irgendjemand ins Grab schicken? Soll das das etwa heißen? Oh nein, oh nein, oh nein. Luke, das kann nicht sein. Ich habe total Angst. Du musst heute unbedingt hier mit mir die Nacht verbringen. Oxy, meine Eltern kommen heute und ich muss dort sein, du weißt. Warte mal, deine Eltern kommen, das stimmt gar nicht. Deine Eltern leben in Deutschland. Du lebst hier nicht in Deutschland. Doch, wirklich. Es stimmt, Oxy. Die kommen vorbei von Deutschland. Du weißt doch. Oh Mann, ey, das kann doch nicht sein. Freunde, seine Eltern kommen einfach von Deutschland in die Minecraft-City. Das glaube ich nicht. Und Luke, was soll ich denn bitte tun? Ich bin hier dann ganz alleine. Ich meine, dein Hund kann dich ja beschützen, oder nicht? Warte mal, mein Hund. Ich glaube nicht, dass der das kann. Obwohl, kriegst du das hin, kleiner Hundi? Nee, ich glaube nicht, dass der das hinkriegt. Ach, der wird das schon hinbekommen. Naja, wie auch immer, ich gehe dann jetzt mal, okay? Warte, Luke, du musst bitte hier bleiben. Bitte, bitte, bitte. Das geht wirklich nicht, Oxy. Es tut mir leid. Tschüss. Luke, warte doch bitte auf mich. Oh Mann, was ist bitte mit Luke los? Oh nein, Leute, das kann echt nicht sein. Kleiner Hundi, komm schnell mit. Wir gehen direkt nach oben in mein Zimmer. Wir verstecken uns dort drin. Na los, tap, 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 tap. Boah, Freunde, heißt das echt, dass irgendein Killer mich sucht? Oh nein, schaut euch das mal an. Also Luke meinte, das sollte Oxina gewesen sein. Aber das glaube ich nicht. Das ist vielleicht irgendjemand anderes. Meine Oxina liebt mich. Warum sollte sie mich denn bitte killen wollen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oxy, komm runter. Wir warten auf dich. Wartet mal, Freunde. Oh nein, hat Luke etwa recht? Er hat gerade, das war doch gerade Oxina, oder nicht? Okay, ganz schnell runter. Dab, 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 dab. Einen Moment mal. Leia, Daisy, Oxina, was macht ihr denn vor meiner Haustür? Hallo? Oxy, komm raus. Warte mal, rauskommen. Oh, wow. Hi, Daisy. Ist alles gut bei dir? Bei mir ist alles gut. Und bei dir, Schatzi? Ja, bei mir ist auch alles gut. Oh, Mann, Freunde. Was ist bitte mit Daisy los? Hört mal zu, Mädels. Irgendetwas ist hier in meinem Haus passiert, wisst ihr? Ich hätte irgendjemand ganz viele Bilder von mir aufgehangen. Und hier sind ganz viele Messer. Hey, Oxy. Warte mal, was meinst du bitte? Ganz viele Bilder? Warte mal, was meinst du, Leia? Was ist denn bitte mit deiner Stimme passiert? Sie ist ein bisschen heiser, Oxy. Warte mal, sie ist heiser? Oh Mann, arme Leia, oh, das tut mir echt leid. Naja, egal, auf jeden Fall, Mädels, wisst ihr, was mit meinem Haus passiert ist? Ich meine, hier sind ganz viele Bilder von mir, schaut euch das nur an. Hier sind irgendwie Messer, da sind irgendwelche Herzen aufgestellt. Glaubt ihr, irgendjemand will mich, naja, ihr wisst, schon ins Grab schicken? Die Bilder, die habe ich aufgestellt, Oxy. Zum Beispiel, du hast die Bilder aufgestellt? Dein Ernst, Oxy, Oh ja, weil ich dich liebe, mein Lieblings-YouTuber. Oh Mann, das kann doch nicht sein, Oxy. Und du willst mich also killen? Oh nein, oh nein. Hä? Nein, ich will dich nur als killen wollen. Warte mal, du willst mich nicht killen? Stimmt, das passt doch gar nicht zu dir. Ich weiß es, Leia, du warst es. Nur weil ich letztes Mal in deinem Zimmer gepupst habe, oder? Warte mal, Oxy. Was redest du bitte? Ich will dich niemals killen wollen. Oh Mann, Leia, du hörst dich heute echt komisch an. Ich habe das Gefühl, du hast irgendwas Komisches gefrühstückt. Kann das sein?
Nein, Oxy, aber Chillen, ich würde dich niemals irgendwas dir antun wollen. Du weißt doch, wir sind beste Freunde. Oh, ja klar, das weiß ich wohl, Leia. Okay, du warst das, Daisy. Ich weiß es ganz genau, weil ich letztes Mal gesagt habe, dass Schildkröten besser sind als Bienen. Hä? Nein, ich habe das niemals gemacht. Würde ich sowas machen, Oxy? Stimmt, du würdest das niemals machen. Oh Mann, wer war das dann? Nur Leute, ich glaube es nicht. Freunde, schreibt mal rein, wer von den dreien könnte es gewesen sein? Entweder Daisy, Oxina oder Leia. Ich bin mir irgendwie nicht sicher. Oxy, da ich liebe, möchte ich dem Killer eine TNT-Falle stellen. Warte mal, was redest du bitte, Oxina? Eine TNT-Falle? Hör zu, übertreib dich. Das bitte weg, das ist blaues TNT, das ist hochexplosiv. Das ist doch nur für dich, mein Schatzi, Pupsi, Zizi. Oh Mann, mach das bitte weg, okay? Mach jetzt bitte keine Dummheiten, Oxina. Ich bitte dich darum, das könnte echt in die Hose gehen. Oxy, schau mal, man kann es einfach hinplatzieren und einfach... Warte mal, Oxina, jetzt... Was hast du bitte gemacht? Oh nein, oh nein, oh nein, Freunde, was hat Oxina gemacht? Schön weg da. Oh Mann, Oxina. Was hast du nur gemacht? Ist alles gut bei euch, Leute? Oh nein, Freunde, ich hoffe, bei denen ist alles gut. Na los, na los, na los. Ah, na los, ich muss da schnell hoch. Bam, ey. Oh nein, Freunde, ich brauche eure Hilfe. Lasst alle jetzt ein Like da, damit ich hochkomme und den schnell helfen kann. Dann los auf 3, 1, 2, 3. Lasst jetzt ein Like da und... zack, ey. Ganz schnell hoch. Oh nein, was hat Oxy da nur gemacht? Was hat Oxy da nur gemacht? Leute, ist alles gut bei euch? Warte mal, ich bin mir sicher, Oxina war die Killerin, aber... Leute, was ist nur hier mit euch passiert? Ist alles gut? Hi, Oxy, mein Schatz, na, mein Arm. Warte mal, bist du etwa Oxina? Oh nein, ich bin Oxina natürlich. Oxy, ich liebe dich, ich bin das Killermädchen. Nein, was redet ihr bitte? Was ist los mit euch? Geht alle sofort runter. Wer von euch hat gerade probiert, mich zu killen? Ich verstehe es nicht ganz genau. Was spielt ihr hier für ein Spiel mit mir? Oxy, mein Lieber, wir werden jetzt einfach ein kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar, du musst erraten, wer von uns das Killermädchen ist. warte mal, was? Ich muss erraten, wer von euch das Killermädchen ist? Oh nein, oh nein, oh nein, das ist überhaupt nicht gut. Das hatten wir doch schon einmal. Okay, ganz ruhig, Mann. Einer von euch wollte mich killen. Ich bin mir da ziemlich sicher. Hört zu, ihr kommt jetzt beide hier raus. Ja, ihr kommt alle drei hier raus. Stellt euch bitte hier in eine Reihe auf, okay? Ich bin mir zwar nicht sicher, ob Oxina mich wirklich beschützen wollte oder mich killen wollte, aber wir werden jetzt alles herausfinden. Okay, aber du wirst niemals herausfinden, wer das echte Killermädchen ist. Ganz genau, Oxy. Du weißt doch nicht mal, wer die sind. Genau, nur jeder weiß, dass ich dein Killermädchen bin. Warte mal, du bist mein Killermädchen Nummer 3? Oh nein, ich bin dein Killermädchen, Oxy. Hier, die Nummer 2. Ich liebe dich doch. Was? Nummer 2? Du bist mein Killermädchen wirklich? Nein, ich bin dein Killermädchen Pupsi. Warte mal, du bist mein Killermädchen Pupsi. Oh Mann, Leute, ich weiß gerade echt nicht mehr weiter. Ganz ehrlich, ich habe eine gute Idee. Wartet mal. Oh nein, mein Hund, mein Hund, mein Hund. Schnell nach oben, Leute. Na los, muss ich schnell beschützen. Bam, 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 bam. Ist alles gut bei dir? Mia. Oh nein, Leute, wo ist nur mein Hund hin? Den haben wir versteckt. Den bekommst du erst wieder, wenn du das richtige Killermädchen errätst. Ganz genau. Und solange bleibt er in unserer Aufenthalt, in unserer Obhut. Haha. Warte mal, was? Oh nein, was soll das bitte? Okay, hört zu, ihr drei. Ich werde noch erraten, wer das richtige Killermädchen ist. Kommt mit, ich werde euch sowas von testen. Einer von denen wollte mich gerade mit TNT in die Luft jagen. Ob das wirklich Oxinas Idee war, weiß ich nicht. Es könnte ja auch sein, dass sich einer von den anderen einfach verkleidet hat, kurz. Oxy, Schatz, du weißt doch, dass ich es bin. Du musst nicht richtig viel raten. Warte mal, das war gerade die normale Stimme. Wer hat gerade geredet? War das gerade Daisy? Oh Mann, Leute, ich habe echt absolut keine Ahnung, wer das gerade war. Egal, ihr drei kommt sofort mit. Na los, Freunde, ich habe eine richtig gute Idee. Wir werden jetzt eine kleine Reise vornehmen. Kommt schon mit. Okay, kommt mit. Hier vorne am Ende des Dorfes wird uns keine Menschenseele finden. Hört mir zu. Ich habe hier extra eine Tribüne für euch aufgestellt. Na los, ich würde sagen, die anderen gehen erstmal nach alle nach ganz hinten. Und ich werde einzeln die Nummern rufen, ja? Na gut, nur für dich, Schatzi Pupsi. Du bist echt der Beste. Oh ja, ganz genau. Wir gehen für dich nach ganz hinten. Aber ich bin dein Killermädchen. Du wirst mich schon erraten. Warte mal, du bist mein Killermädchen. Oh Mann, das werden wir schon herausfinden. Okay, Leute, ich werde mich jetzt ganz einfach hier hinsetzen und werde warten, bis ihr euch selber vorstellt. Ich würde sagen, Nummer 1, komm bitte auf die Tribüne und stell dich vor. Ich werde schon herausfinden, wer das richtige Killermädchen ist. Also, ich bin ein richtiges Killermädchen, Oxy. Warte mal, du bist also mein richtiges Killermädchen, Oh ja, deine Lieblingsfarbe ist grün und ich habe dein Haustier gefangen genommen. Warte mal, du hast mein Haustier gefangen genommen? Oh Mann.
Mann, gib es mir sofort wieder, Mann. Ganz ehrlich, du wirst jetzt sofort einmal hier dein Inventar hinjobben. Ich will sehen, was du alles in deinem Inventar hast. Ja klar, nur für dich, Schatzi Pupsi, muss ich das machen. Okay, natürlich musst du das machen. Auf drei. 1, 2, 3. Hier, Oxy Baby, nimm das. Warte mal. Oh nein, Leute, seht ihr das? Das ist ein goldenes Messer. Wieso hast du ein goldenes Messer im Inventar? Sag es mir schon. Ich bin ein bisschen reich. Du weißt, ich kann mir sowas leisten. Warte mal, ein goldenes Messer, du bist reich? Oh Mann, Freunde. Obwohl, wir müssen auf die Einzelheiten schauen. Ich meine, schaut euch das mal an, Leute. Das ist ein goldenes Messer. Und wer liebt die Farbe Gold? Natürlich, Daisy liebt die Farbe Gold. Oxy, ist alles gut bei dir, mein Lieber. Lieblings-YouTuber? Oh ja, bei mir ist alles gut. Du drop mir noch weitere Sachen. Was hast du noch so im Inventar? Zeig sofort her. Warte, einen Moment. Warte mal, was ist das gerade in deiner Hand gewesen? Ich hab's genau gesehen. Du hast auch ein Goldschwert im Inventar. Oh nein, oh nein, oh nein. Was soll das bitte? Tja, Oxy, ich bin halt einfach dein Killermädchen. Dagegen kannst du nichts machen. Du bist mein Killermädchen? Oh Mann, wo ist mein Hund? Sag es mir schon. Oh, ich hab eine gute Idee, eine gute Halbfrage, Freunde. Welches Halsband hatte mein Hund an. Also, welche Farbe war das? Oxy, das weiß ich natürlich genau. Gelb. Warte mal, was? Gelb? Auf gar keinen Fall. Okay, ich glaube nicht, dass du mein Killermädchen bist, ganz ehrlich. Doch, ich bin dein Killermädchen. Ich kann es dir beweisen. Oh Mann, wenn du echt mein Killermädchen wärst, dann müsstest du alles eigentlich über mich wissen, mich total mögen. Und ich meine, die Messer in meinem Haus waren auch nicht gelb, sondern das waren Silbermesser, also beziehungsweise Eisenmesser. Das sind Deko gewesen, genau. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass du eine Lügnerin bist, aber ich bin mir noch nicht sicher. Hörst du, stell dich erstmal zu den anderen, ja? Ich bin wirklich dein Killermädchen, Oxy. Oh Mann, das werden wir ja sehen. Okay, ich würde sagen, die nächste geht bitte auf die Tribüne. Killermädchen Nummer 2. Mal schauen, ob sie das ist. Mal schauen, was sie zum Sagen hat. Okay, na los, dann gehe ich direkt auf die Tribüne. Mal schauen. Warte mal, du hörst dich ein bisschen suspekt an. Kann es sein, dass du mein Killermädchen bist? Warte mal, was, Oxy? Nein, 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 ich bin doch nicht dein Killermädchen. Warte mal, du bist nicht mein Killermädchen? Du hast es ja direkt zugegeben, oder nicht? Oh nein, das war nur ein Spaß. Ich bin dein Killermädchen. Willst du auch mein Inventar sehen? Schau dir an, was in meinem Inventar drin ist. Warte mal, in deinem Inventar? Zeig sofort her, na los, drop sofort hier dein Inventar hin. Jetzt bin ich aber total gespannt. Was ist da drin, Okay, na los, ich drop direkt meine Sachen. Hier, bitteschön und... Warte mal, du hast mir gerade ein Axolotl-Plüschtier gedroppt. Ist das gerade dein Ernst? Das heißt doch nur, dass du eine Person sein kannst, oder? Drop mir dein weiteres Inventar, na los, na los, na los. Okay, na los, ich drop dir ja schon alles, aber hör zu, ich bin echt dein Killermädchen. Okay, ich bin nicht Leia, falls du das denkst. Oh Mann, das war gerade schon ziemlich suspekt, dass du das direkt wusstest, obwohl ich das gar nicht erwähnt habe. Na los, Simon, was du noch so im Inventar hast. Oh ja, ich habe noch etwas im Inventar und zwar genau das. Oh nein, Leute, seht ihr das? Es war auch ein Messer im Inventar. Oh nein, oh nein, oh nein. Das heißt, du bist auch ziemlich suspekt. Du bist auch ziemlich suspekt. Oh Mann, ein Axolotl-Plüschtier und dieses Messer. Wer könnte das wohl sein, Freunde? Was denkt ihr? Schreibt mal in die Kommentare rein. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Es könnte zwar Leia sein, ich weiß, aber es könnte auch die Killerin sein. Stell dich sofort wieder zurück. Ich werde dich gleich nochmal brauchen. Okay, die nächste Person kommt mal bitte. Also, Killermädchen Nummer 3, geh bitte auf die Tribüne. Bisher haben wir ganz, ganz gute Ergebnisse, Leute. Mal schauen. Hallo, Oxy, Schatzi, Pupsi, Mausi, Sisi. Oh Mann, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es hört sich ein bisschen an wie Daisy, findet ihr nicht, Leute? Obwohl, die andere hatte doch die ganzen goldenen Sachen. Naja, egal. Ich würde sagen, zeig mir was, dass du alles im Inventar hast. Los geht's und sag mir, wer ich bin und wie du mich magst und wie du mein Haus findest. Also, du bist Oxy, deine Lieblingsfarbe ist grün und ich gebe dir sofort mein Inventar. Okay, jetzt bin ich echt mal gespannt, was so alles im Inventar drin sein wird, Freunde. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Was wird da drin wohl sein? Ich bin echt mal gespannt. So, alles hier rauskramen und hier hast du schon mal das hier. Warte mal. Das glaube ich jetzt nicht. Was? Du hast ein Messer im Inventar und zwar zweimal die gleichen. Oh Mann, das waren auch die Messer, die bei mir im Haus aufgestellt wurden. Ja, das auch noch. Ein Schildkrötenspielzeug. Oh Mann, das glaube ich jetzt nicht. Was hast du bitte mit meiner Schildkröte gemacht? Hast du sie etwa ausge... Ah, was hast du gemacht? Und hier noch ein bisschen Hundefutter.
Und der Futter, oh Mann, Freunde, das ist echt ein wenig suspekt. Hör mir mal zu, könnte es sein, dass du mein Killermädchen bist, hm? Ja, natürlich bin ich dein Killermädchen, Oxy. Ich bin Oxina. Und hier habe ich noch dein Lieblingserz, Oxy. Hier, nimm das, Lieblings-YouTuber. Warte mal, mein Lieblingserz? Block of Ruhm Gold? Ich mag gar kein rohes Gold. Hä, ist das vielleicht doch Daisy? Oh Mann, ich sag euch ganz ehrlich, sagt mir einfach ganz ehrlich, wer von euch ist mein Killermädchen? Na los. Ich bin dein Killermädchen, Oxy, hab ich dir doch schon gesagt, Pupsi. Oh nein, ich bin dein Killermädchen, ich liebe dich, Oxy. Oh nein, ich bin dein Killermädchen, Oxy, ich liebe dich noch viel mehr. Okay, danach habe ich auf jeden Fall schon mal einiges zu urteilen. Ihr hattet alle ein Messer dabei, die eine Person hatte mir danach irgendwie Gold gegeben, aber sie hatte das richtige Messer. Will sie vielleicht von sich ablenken, aber die andere Person hat auch ein Messer dabei. Ich bin mir nicht sicher, ich meine, Messer kann man auch einfach verändern. Und ich meine, vielleicht das ja auch eine Falle von einer anderen Person, dass ihr sie extra dieses Messer gegeben hat, damit sie... Oh Mann, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, wer von euch ist mein Killermädchen? Ich verstehe es nicht. Oh Mann, ganz ehrlich, ich habe eine richtig gute Idee, hört zu. Wenn einer von euch ein Killermädchen ist, dann heißt es, dass er total gut Parkour kann. Denn um in mein Haus reinzukommen, muss man ganz viele Parkour absolvieren. Das weiß doch jeder. Denn es ist total sicher geschützt. Denn es ist total sicher geschützt und keiner kommt da einfach so rein. Ich bin die Beste in Parkour. Oh nein, ich bin die Beste in Parkour. Oh nein, ich bin die Beste in Parkour. Oh Mann, ich habe zwar echt absolut keine Ahnung, wer von euch mein richtiges Killermädchen ist, aber ich weiß ganz genau, das Killermädchen weiß, wie man Parkour absolviert. Und zufällig habe ich eins vorbereitet. Na los, kommt schon mit, Freunde. Ich werde schon rausfinden, wer das richtige Killermädchen ist. Ich habe auch schon meine Favoriten. Okay, ich würde sagen, kommt direkt mit. Das habe ich für euch errichtet. Also, ihr müsst dieses Parkour jetzt schaffen. Mal schauen, wer es schaffen wird. Das sind die drei Teilnehmer. Mal schauen, ob die es hinbekommen werden. Oxy, für dich schaffe ich das wirklich. Oh Mann, das wird sie nicht schaffen. Ich werde das schaffen. Nein, ich werde das schaffen. Oh Mann, Leute, hört auf, euch zu streiten. Ich würde sagen, 3, 2, 1, ready und go. Und dann los. Die Person, die das am schnellsten hinbekommt, die wird dann natürlich das Killermädchen sein. Da bin ich mir sowas von sicher. Okay, mal schauen, Freund. Ich muss unbedingt erkennen. Warte mal. Die eine Person ist direkt in die Lava reingefallen. Wer war das denn bitte? Das ist Nummer 1 und das ist Nummer 3. Das heißt Nummer 2. Könnte es sein, dass Nummer 2 vielleicht ein wenig sass ist, Freunde? Man hat doch gesehen, dass sie nicht das Killermädchen ist. Ich bin das Killermädchen. Oh Mann, du hast recht. Okay, da vorne kommt natürlich schon mal das Killermädchen Nummer 2. Mal schauen. Warte mal, was ist denn los mit ihr? Oh Mann, wer soll das bitte sein? Ich weiß es auch nicht, aber ich bin auf jeden Fall dein Killermädchen. Okay, ich werde sie direkt hinbekommen. Dann los, weiter, weiter, weiter. Oh Mann, ey, die springen direkt weiter und Killermädchen Nummer 2 kriegt einfach nichts hin. Aber diese Person hier, Killermädchen Nummer 3, ist ganz schön gut. Oh ja, weil ich dein Killermädchen bin, Pupsi Schatzi. Oh Mann, jetzt bin ich aber echt mal gespannt, wie sie hier an den Leitern vorbeispringen wird. Mal schauen, ob sie das hinbekommt. Und na los, na los, na los. Boah, Freunde, könnte es sein, dass sie echt mein Killermädchen ist? Ich meine, jetzt noch den Schleimblocksprung, Schau mal, Oxy, ich mach das sogar rückwärts. Warte mal, was? Rückwärts? Oh Mann, ey, keine Ahnung, ob das mein Killermädchen ist, aber die ist gerade auch versagt. Mal schauen, wie es bei den anderen aussieht. Oh, warte mal, was passiert da bitte mit dem Killermädchen Nummer 2, beziehungsweise mit Nummer 2, hä? Die hängt da ja schon, boah, die hat es ja total weit schon geschafft. Oh ja, natürlich, und einmal direkt hochspringen, bam, ey, zack, direkt weiter. Wow, Freunde, könnte es sein, dass sie vielleicht das richtige Killermädchen ist? Ich meine, wieso kann sie so gut klettern? Mal schauen, ob sie die Leitersprünge jetzt hinbekommt. Okay, natürlich kriege ich das hin. Na los und zack und zack. Weiter geht's. Oh Mann, Freunde, was ist bitte mit der Lust? Die hat es einfach nicht hinbekommen. Okay, ich bin mir sicher, sie ist das nicht. Oh, warte mal. Oh Mann, die sind gerade alle am Versagen. Keiner kriegt das irgendwie hin. Oh Mann, schaut euch das mal an, Freunde. Da hängt ja schon wieder einer. Na los, jetzt schaffst du es hoch. Ich stupse dich an von unten. Und zack, ey, perfekt, sehr gut. Oh Mann, du kriegst das schon sehr gut hin, nicht wahr? Oh ja, diesmal schaffe ich es wirklich. Okay, mal schauen. Ich glaube, die Person ist gleich am Ziel. Wow, okay, jetzt musst du auf den Schleimblock. Und sehr gut. Und hier direkt weiter. Oh Mann. Boah, wir haben die erste, die am Ziel ist. Okay, mal schauen, wer die zweite ist. Und derjenige, die als drittes ankommt, die wird natürlich rausgeworfen. Ich hab's geschafft, nur für dich. Oh, wow, sehr gut. Okay, du bist schon mal mein Favorit. Schauen wir uns mal an, wer als nächstes kommt. Und warte mal. Boah, die andere Person kommt direkt. Das ist doch Nummer 1. Okay, und boah, sie war die Nummer 2. Also, sie war Platz Nummer 2. Okay, da vorne ist immer noch Platz Nummer, beziehungsweise Nummer 2. Was machst du bitte da vorne? Warum bist du noch nicht so weit? So, ich schaff das jetzt auch.
warte mal, nein, 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 du wirst das nicht schaffen, hörst du, die anderen zwei waren vor dir da. Ganz ehrlich, warst du die Person, die mir vorhin dieses ganze Gold gedroppt hat, hm? Mag sein, aber ich bin trotzdem nicht Daisy. Okay, das werden wir ja sehen. Ich bin mir sicher, ich entpuppe dich als Daisy. Oh Mann, okay, du hast mich erwischt. Oh, ich wusste es, du warst also Daisy. Okay, du warst nicht mein Killermädchen, richtig? Okay, sag mir bitte, wer ist mein Killermädchen? Ist es echt Oxina? Um ehrlich zu sein, weiß ich selber nicht. Oh Mann, ey, na gut, dann werde ich es weiter herausfinden. Daisy, du kommst mit, wir werden es zusammen herausfinden, ja? Eigentlich möchte ich jetzt gehen, aber na gut. Oh Mann, ey, was ist nur mit Daisy los? Du kommst sofort mit, wir werden es gemeinsam herausfinden. Okay, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Hört zu, ihr beide, einer von euch ist mein Killermädchen, da bin ich mir total sicher. Und ich habe hier jetzt ein kleines Quiz für euch vorbereitet. Und zwar, wann hat Oxy Geburtstag? Wer weiß es, hm? Das ist doch klar, er hat am 7.8. Geburtstag. Warte mal, was? Am 7.8.? Ich glaube auch am 7.8., das könnte ich mir gut vorstellen. Warte mal, was? Ihr wollt beide den 7.8. nehmen? Wieso das denn? Woher wollt ihr das denn bitte wissen? Naja, du bist mein Lieblings-YouTuber, dann weiß man sowas halt. Oh ja, ganz genau. Und ich kenne dich einfach zu gut. Ich liebe deine Videos. Okay, ich bin mir sowas von sicher. Eine Person von euch muss Leia sein und die andere ist Oxina. Und ich glaube, Oxina ist mein Killermädchen. Ich würde sagen, dann geht mal direkt durch. Die Antwort war richtig super gemacht. Wie ihr seht, hier ist ein leerer Raum. Hört mir zu, was ihr jetzt machen werdet, ist... Ihr werdet euch gegeneinander ein total episches Battle liefern. Mal schauen, wer gewinnen wird. Oh, ich werde nur für dich kämpfen. Okay, Leute, ich würde sagen, auf drei geht's direkt los. Nehmt euch alle eine Eisenrüstung und ein Eisenschwert. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei. Und diejenige, die gewinnt, ist natürlich das Killermädchen. Los geht's, los geht's, los geht's. Mal schauen, wer gewinnen wird. Und mal schauen. Nein, ich werde auf jeden Fall gewinnen. Nimm das, nimm das, nimm das. Nimm das. Mann, Freunde, was passiert da bitte? Ich bin echt gespannt, wer gewinnen wird. Oh, nimm das, nimm das. Warte mal, die Nummer 3 kämpft die ganze Zeit mit diesem einen Messer, was auch bei mir zu Hause war. Das ist ziemlich suspekt, oder nicht? Aber Nummer 1 kämpft auch ziemlich gut. Daisy, was denkst du, wer könnte es sein? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, Ich bin dein Killermädchen. Oh nein, ich bin dein Killermädchen und ich werde dich auf jeden Fall besiegen. Oh Mann, ey, was passiert hier bitte? Daisy, siehst du das? Wer denkst du, wird es sein? Ich meine, Nummer 3 ist zwar ziemlich gut, ich meine, sie hat auch das Messer, aber Nummer 1 kämpft auch gut, nicht wahr? Nein, ich werde dich besiegen. Oxy, ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ich hoffe, dass niemand sich verletzt. Oh Mann, das habe ich auch. Okay, worauf wartet ihr? Kämpft schon weiter, kämpft schon weiter. Komm schon her. Oh ja, ich werde herkommen und ich werde dich besiegen. Nein, ich werde dich besiegen. Oh Mann, Freunde, was passiert hier bitte? Wer wird gewinnen? Wer wird gewinnen? Okay, Leute, hört zu, Mann. Ich werde jetzt einfach mitkämpfen, ganz ehrlich. Und? Kommt her, Mann. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Kommt sofort her, Leute. Ich werde gewinnen. Sag schon die Wahrheit. Wer ist das Killermädchen? Wer von euch wollte mich killen? Sagt schon Bescheid. Wer von euch wollte mich ins Grab schicken. Ihr sagt nicht Bescheid. Los, los, los. Stopp. Warte mal, was meinst du bitte, Daisy? Warum denn stopp? Weißt du etwa, wer das Killermädchen ist? Naja, Oxy, denk doch mal nach. Schau mal auf die Waffen. Mal auf die Waffen. Stimmt, das ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Du hast das richtige Messer und du hast ein Schwert und du hattest vorhin doch auch noch mir Axolotl gegeben, oder nicht? Oh ja, da kannst du nur nicken. Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Du bist Leia. Oh mehr, ich wusste es, Leia. Du bist das also wirklich, Oh ja, Oxy, du hast mich entpuppt. Oh Mann, ey, ich bin immer noch sowas von heiser. Oh Mann, Leia, das war sowas von einfach. Ich wusste es. Okay, das bedeutet, du, warte mal, dann bist du ja mein Killermädchen, richtig? Und boom, ey! Das nur getan, weil ich dich liebe. Warte mal, ich glaub's nicht. Ich hätte es von Anfang an wissen müssen. Dein Ernst, Oxina? Du bist echt mein Killermädchen und warum wolltest du mich killen, Hab ich doch schon gesagt, weil ich dich liebe und du mich nicht liebst. Naja. Oh Mann, Oxina, was ist denn nur los mit dir? Also liebst du mich jetzt? Nein, ich lieb dich natürlich nicht. Ich dachte, du mich killen wolltest. Warte mal, was? Oh nein, ganz schnell weg hier. Okay, Freunde, ich würde sagen, falls das Video gefallen hat, dann lass jetzt unbedingt ein Like und ein Abo da. Ich würde sagen, ich werde jetzt probieren, zu entwischen. Oh nein, das ist überhaupt nicht gut. Oxy, hältst du, wir können auch mal darüber reden, ja? Freunde, hier sind jetzt weitere Videos eingeblendet. Wir haben mein Killermädchen erraten. Und ja, Freunde, habt alle noch einen schönen Tag. Drückt auf die nächsten Videos. Haut rein, Freunde. 1, 2, 3. Drückt drauf und hier ist auch Roblox. Bis gleich. Ja.